Hallo und willkommen zurück bei Assassin's Creed Black Flag. Und wir sind wieder bei einem Marineauftrag gelandet. Seid gegrüßt, Freibeuter. Ein tapferer Landsmann und enger persönlicher Freund ist einem verruchten britischen Kapitän zum Opfer gefallen. Versenkt sein Schiff, die HMS, die Fiance und all die diesem Halunken zur Seite stehen. Unterzeichnet Milo van der Graaf, ehrbarer Kaufmann und Freund. Wird gemacht, Chef. Und ich muss feststellen, sehr gut. Es ist zwar nur ein ganz kleiner Kreis, aber es ist doch in der Nähe. Das ist schon mal sehr viel wert. So, dann machen wir das. Und werden wir mal zu guter erstmal nass. Aber wir schauen erstmal nach der Flotte. Da gibt es auch wieder ein paar neue Zurückkehrer. 3500. Scheras Globus von 1700 und 3500. Da gibt es nichts dabei. Schade. So, dann reparieren wir gerade mal unser Flaggschiff. Schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Da ist jetzt noch eine dritte dabei gekommen. Scheiße. Brauchen ein größeres Schiff. So, die hier haben wir. Oh, da können wir sogar unsere. Warum kann der nicht fahren? Ah, der hat nur 40, okay. Ah, das hier ist auch 70. Ah, ich habe zwei Kriegsschiffe mittlerweile. Gar nicht mal schlecht. So, schicken wir mal unser erstes Kriegsschiff los. Mittelmeer 2. Ach, wo 80? Es wird ja immer mehr. So, eine neue Medizin. Die Seuchen hier richten verheerende Schaden an. Die Ärzte experimentieren verzweifelt mit neuen Medikamenten. Verkauf 50 Kakaoschoten an Marseilles Ärztekammer. Wird auch erledigt. So, dann haben wir das schon mal. Oh, das bringt 5200. Was bringt das andere? Zweihundert, nicht schlecht. So, gehen wir wieder hier hin, machen wir kurz hier noch ein kleines Seegefecht, dass wir wieder ein paar Diamanten kassieren können. Möchte natürlich nach Möglichkeit auch alle Plätze in der Flotte freischalten. Nach Möglichkeit, wenn das hinhaut. 10 Diamanten, nicht schlecht. Zwar auch jetzt nicht die Welt, aber besser wie nichts. So, dann machen wir das hier auch mal noch. Das war schon mal gut, auf das Kanonenboot zu schießen. So, das haben wir auch. 5 Diamanten. Na, das geht. Aber wir brauchen, wie gesagt, auch von den anderen Rohstoffen. So, dann gehen wir hier wieder raus. Schauen wir kurz mal, wie viel Geld wir haben. 11.000. Oh, davon können wir uns bestimmt demnächst bald wieder was Schönes kaufen. Nachdem wir uns persönlich aufgerüstet haben und die Bucht fertig haben, fließt ja jetzt quasi das ganze Geld in das Schiff. Captain ist am Steuer. Uppala. Ob jetzt ins Aussehen oder in die Ausrüstung, das schauen wir mal, aber ich denke mal, die Ausrüstung geht zuerst vor. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Setzt jeden Zoll Segel. So, jetzt bin ich gespannt, was hier dieses Schiff zu bieten hat. Ich hoffe, es ist ein 80er Kriegsschiff. Ich hoffe es eigentlich wirklich. Oh, hier ist aber jede Menge los. Und auch eine Fregatte. Das ist gar nicht so cool. Was dümpelt hier rum? Auch eine Fregatte. Oh, den haben wir sogar gebraucht. Sehr gut. So. Ich hoffe, dass wir jetzt das Gefecht außerhalb der Fregatten abschließen können.
Das wäre dann doch schon mal wichtig. Da kommen wir ein bisschen. Ach, das ist sie. Okay. Komm. Komm, macht es platt. Oh, 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 oh. Ich gehe irgendwie nie in Deckung, merkt ihr es? Aua! Komm, 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 schnell, 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 schnell. Jawohl. So, dann holen wir uns diese Fregatte halt eben auch mal noch in die Flotte. Upala. Wo sind denn meine Schwerter? Oh, Leck. Ja, legt euch besser nicht mit mir an. So. Hallo, was fällt dir denn ein? So, den einen kriegt ihr ja wohl ohne mich hin. Oder haben wir noch einen? Nein! Was macht... Ist das sein verdammter... Oleg. Immer wieder schön, ne? Komm, bevor wir hier zu viele von unserer Flotte verlieren... Hey, was heißt von unserer Flotte, von unserer Mannschaft? Ja, gehst du bald hier mal hoch? Was? Aha. Ja, was ist denn hier? Komme ich hier nicht hoch? Jawohl, so. Dann haben wir das auch schon mal geschafft. So, die persönliche Angelegenheit ist dann wohl Geschichte. Was haben wir denn? Metall, Stoff, schwere Kugeln, Feuerfässer und Crewmitglieder. Okay. Schade, wir können das Schiff nur reparieren. Wir können es nicht in unsere Flotte aufnehmen. So, dann haben wir das auch schon mal erledigt. Ging ja recht flott. 1800, gar nicht mal schlecht. Ich muss sagen, gar nicht mal schlecht. So, jetzt segeln wir mal hier hin. Da gibt es auch noch Assassinenaufträge auf der Insel. Und wir müssen auf jeden Fall noch irgendein kleineres Schiff... Aua, ein kleineres Schiffblatt machen. Die Frage ist natürlich, wir segeln erstmal auf die Insel, dann haben wir noch... Überall so viel zu machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo ich aufhören soll. Hier müssen wir natürlich auch noch hin. Haben wir noch Assassinenaufträge. Hier haben wir noch jede Menge einzusammeln. Das hier unten. Dann oben noch die Taucherei. Alle Segel, Bewegung! Mehrsegel, wir reiten die Böen!
Das hier ist aber zumal die letzte Insel in unserem Gebiet, was wir erkundet haben, bis jetzt, die wir plündern und einnehmen müssen, beziehungsweise erkunden müssen. Das ist schon mal sehr gut. Ansonsten haben wir nicht so viel. So, jetzt eilen wir mal hier unserem Freund zur Hilfe. Da hinten ist auf jeden Fall mal noch eine Fregatte oder sowas. Die werden wir auch versenken. Da ist jemand in Seenot, komm, 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 geh weg, geh weg. Oh, laden noch nach. Wie kann man nur so lange nachladen? So. Das erste Schiff ist Geschichte. Jetzt müssen wir auch unser Fahndungslevel auf jeden Fall runter machen. Auf die Verteidiger hier oder Piratenjäger habe ich jetzt nicht so sonderlich Lust. So, noch vier Stück, das geht. Und da hinten ist die Fregatte. Komm, geh bitte rüber. Jawohl. Aua. Ich sehe nichts. Hallo, was ist denn da? Was ist denn hier los? Hallo. Alter, so langsam geht ihr mir echt auf die Nerven, wisst ihr das? Oh, Alter. Kannst du dich mal entscheiden, mit wem du dich hier anlegst? So, er hatte gerade ein bisschen Probleme, was er hier genau wollte. Das weiß, glaube ich, keiner so genau. Ein bisschen überfordert war unser Freund. Aber nur ein kleines bisschen. So, Bekanntheitsgrad verringern. Kommt mit oder sterbt. Ist natürlich immer wieder ein sehr gutes Argument. Ich meine, sterben will jetzt nicht unbedingt jeder, aber... Mitkommen ist schon was anderes. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um das Schiff zu verstärken, Sir. Feuer! Hier sind noch sau viele von unseren Piraten unterwegs, wisst ihr das? Warten auf dein Zeichen, Captain! Alle Segel, sie verträgt das! So. Und das hört sich zwar vielleicht verrückt an, aber ich glaube, ich repariere jetzt erstmal mein Schiff. Obwohl, wir können sie eigentlich auch in die Flotte aufnehmen. Hä? Theoretisch. Hallo, was ist denn mit dem da? Der will nicht sterben. Heute habe ich kein so gutes Zielwasser getrunken. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf. Ich
Ja, der Captain ist gerade über Bord. Da ist er mir am sympathischsten. Jawohl. So, noch einer. So, das war's. Das Schiff haben wir auch mal. In Canvas Slot. Wir nehmen es einfach mal auf. Im Notfall können wir es ja abwracken. Wird sich gut machen in der Flotte. Deshalb brauchen wir auch so viele Plätze für Schiffe, weil wir doch jetzt einige noch erbeuten werden. Ich weiß. So, die Insel ist nicht so groß, muss ich sagen, aber sie hat, wie gesagt, einen Assassinenauftrag. Und wie gesagt, wir wollen ja alles erkunden. Von daher müssen wir da durch. Ob uns das passt oder nicht. Alle Segel raffen! Alle Segel niederholen! Oh, hier ist noch eine Taverne. Wäre cool, wenn hier noch ein Schatz wäre. Aber dem ist dann wohl doch nicht so. Schade. Habe ich schon mal einem gesagt, dass ich die Steuerung hasse. Ich weiß, ich drücke auch immer zu oft X. Aber ich drücke immer sehr gerne X, für irgendwo hoch zu klettern. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Ich mache es Gewohnheit. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann springt er immer runter. Das ärgert mich immer tierisch. Naja, was soll's. Wir haben es ja geschafft. So. Naja, da wollte ich jetzt nicht hin, aber... Oh, da kommt die Verstärkung da hinten. Da kommt noch eine. So, dann schauen wir mal, was es hier gibt. Auf jeden Fall haben wir hier mal eine Taverne. Das ist schon nicht schlecht. Haben wir hier irgendwelches Gefieds? Voilà. Nein. Aber wieder eine Schatzkarte. Musst du verschwinden, Captain? Nein, noch muss ich nicht verschwinden. Ich würde aber gerne die Truhe öffnen. Oh Mensch. Das sind so die Dinge, die ich liebe. So, da haben wir hier schon mal eine Truhe. Habe ich kurz davor gestanden, den Hund zu töten. Aber nur ganz kurz. Wo ist sie denn? Da ist sie. Jetzt müssen wir uns gleich wieder prügeln. Oh, hier können wir sogar unser Boot aufrüsten, sehe ich gerade. So, was haben wir hier noch? Zwei Kisten. Einen Brief und eine Schatzkarte. Und wie gesagt, die Taverne. Die machen wir aber am Schluss. So ein Papagei wäre noch geil. Wenn man noch so ein Papagei fürs Boot ausrüsten könnte, weißt ihr? Wer wisst ihr? Wo dann einfach so irgendwelches dummes Zeug plappert. Das wäre echt noch witzig. Zwar nicht nötig, aber es wäre doch sehr witzig.
So. Haben wir jetzt noch die Schatzkarte. Cortez und La Malinche. Cortez war der Spanier, der geldgierige Spanier, wenn ich mich nicht täusche. Was haben sie mit ihm gemacht? Haben sie ihm den Arsch gekriegt? Mehr sage ich dazu nicht. Oder er hat wohl den Kopf zu tief in den Sand gesteckt. Fünfhundertfünfundsechzig, 539. Warte, ich schau nur kurz mal. Das ist, glaube ich, aber nicht auf der Insel hier. Das wird dann angezeigt werden. Wie gesagt, ich werde, denke ich, wenn ich alle Inseln so weit frei habe, dass ich Schnellreise hinmachen kann, werde ich wohl 1, 2, 3, je nachdem, wie schnell wir vorankommen, Folgen zu den Schatzkarten machen. Weil die würde ich halt eben auch gerne alle finden. Was stimmt denn mit dir nicht? Darf man nicht mal mehr den Frauen schöne Augen machen? Ja, dann würde ich sagen, jetzt gibt's aufs Maul, Freunde. Und zack, hinfort mit dir, Drecksau, Alter. Weißt du, wenn du keine Eier hast, dann mach's Maul nicht auf. Vier von acht Tavernen freigeschaltet. Nicht schlecht. Dann schnappen wir mal einen. Mal schauen, was es hier gibt. Ah, toll. Da unten. Okay. Kein lohnenswerter Hinweis. Ein neuer Kadaver wurde entdeckt. Hier können wir eigentlich noch gleich eine Runde. Oh, ein Schwein. Ein Wasserbüffel. Ein Schwein. Ein ziemlich fettes Schwein. Ist eigentlich eine Kuh. Ich glaube, ich spiele gleich mal noch eine Runde. Ich werde jetzt noch mein Schiff aufrüsten. Und dann würde ich sagen, spielen wir echt noch eine Runde. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber für den Assassinenauftrag lohnt es sich eigentlich nicht mehr so. So, da bin ich schon wieder, mein Freund. Verkaufen. Es lohnt sich sogar. 17.000, gar nicht mal so schlecht. So, dann schauen wir mal, was wir uns dafür kaufen können. Stärke der Rundkugeln oder Mörser? Der Mörser wäre natürlich für so große Schiffe gar nicht mal so schlecht, ne? Wir können es sogar beides machen. Machen wir beides. Wir müssen ja jetzt kein Geld mehr sparen, weil die Rundkugeln sind auch wichtig. Zack. 35.000. 8.000. Ja, nicht schlecht. Unser Schiff wird immer besser. Da haben wir jetzt schon zwei Mörser. Und stärkere Rundkugeln. So, jetzt wollte ich aber noch eine Runde zocken hier. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was hier ist. Das Mühle? Experte. Man nimmt an, dass Fanora aus Madagaskar stammt. Er wird auf einem Spielbrett mit 9 Reihen zu je 5 Feldern mit sich überschneidenden Linien gespielt. Jeder Spieler setzt 22 weiße oder schwarze Steine auf das Brett und versucht dann gegnerische Steine zu schlagen, indem er eine Seite entlang der Linie entweder auf einen gegnerischen Stein zu oder von ihm wegbewegt. Aha. Also ich werde wahrscheinlich jetzt. Gehen wir mal all in, oder?
Ich werde wahrscheinlich voll aufs Maul bekommen. Wer bin ich denn? Ah, okay. Holen wir den einfach mal. Er sieht auch so freundlich aus, dass wenn er verliert, mich umbringt. Kann man auch mehrere schlagen? Ah, okay, ich hab's jetzt gesehen. Oh, leck, Drecksau, Alter. Hallo, was ist denn los? Eine richtige Drecksau. So, jetzt komm ich schlag zurück. Warum ist er wieder dran? Warum darf ich? Bin ich wieder? Nein. Alter. Hier verliere ich, das weiß ich jetzt schon. Ich weiß auch nicht, warum man manchmal doppelt dran ist oder nicht. Oh, jetzt bin ich gefickt. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ciao, Geld. Ein unerfreuliches Ende. Schade, verloren. Naja, egal, was soll's. Wir werden jetzt in der nächsten Folge dann hier die Assassinen-Mission machen. Schauen wir mal, was es hier gibt. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Da freue ich mich natürlich immer am meisten. Eine brutale Bande von Templern, Freibeutern hat auf einer vergessenen Insel ganz in der Nähe Zuflucht gefunden. Euer Ziel ist der Anführer. Okay, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.